Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Allianz. Vorab muss ich sagen, ich bin die größte Pussy auf dieser Welt, wenn es darum geht, Horrorspiele zu spielen. Und deshalb ist auch dieses Projekt, in Anführungszeichen, entstanden. Ja, ich werde nicht lange um den heißen Brei herumreden und wünsche euch einfach mal viel Spaß bei dem ersten Teil von Penumbra. Oh mein Gott. Ja, diese Phrase ist sehr oft gefallen in diesem Let's Play. Ich hasse dieses Spiel. Also, viel Spaß bei Let's Play Penumbra. It all began a week after my mother's passing, and I thought that I couldn't be in any worse emotional state. That was before the letter dropped in my mailbox. It was supposedly written by my father, who left my mother before I was even born. The mail contained a note telling me he was dead and asked forgiveness for not being there. There was also a key leading to a safe deposit box. I thought about just throwing it away, but I had always wondered who my father was, and I just couldn't let it go. After an internal struggle, my curiosity won, and I headed to the bank where the box was deposited. In the box was an old book, written in some strange language unknown to me. Bla bla bla, langweilig. Okay, es geht los. Ich habe sehr viel Angst, jetzt schon. Ich hasse dieses Spiel und ich habe keinen Bock drauf. Ich muss vorab sagen, ich habe schon ein bisschen gespielt, deshalb kenne ich die ersten paar Minuten schon. Leider. Ich werde schreien wie ein kleines Mädchen. Aber das wollt ihr doch. Also, es geht los mit Penumbra und Allianz. Okay, bla bla, laber nicht. Machen wir mal die ganzen Schränke auf. Ja. Warte mal. Wie benutze ich den denn? G. Ah, schon viel besser. Okay, das erschreckt mich noch nicht ganz. Aber das kenne ich auch. Flasche, ja, cool. Okay, wie mache ich denn hier Textbuch und so? Textbook Notes found. Da gibt es irgendein Code. 1993, gut. 1993. Oh, ich hasse es ja so sehr. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Schaut euch das an. Wie sieht das für euch aus? Ah, super. Ganz toll. Ich hasse solche Spiele. Ich hasse sie. Gott, ich habe keinen Bock. Diese Drecksmusik. Und ich sehe nichts. Ist das ein Pappbecher? Vielleicht kann ich den Pappbecher schon mal vorschicken. Ganz langsam. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu treffen. Vor allem, ich habe auch keine Waffen in dem Spiel. Oh Gott, ich habe keine Lust.
für sowas von keine Lust. Okay. Wir haben doch ein Rohr. Okay, es ist schon mal ziemlich tief. Oh Gott. Ich kack mich ja jetzt schon ein. Verdammt nochmal. Okay, okay. Ah, Generator klingt doch gut. Da hätten wir wenigstens Licht. Zu diesem Spiel ist noch zu sagen, dass es umsonst ist. Das heißt, ihr könnt einfach bei Chip oder so euch das runterladen. Bitte tut das nicht. Ich habe jetzt schon Angst. So. Au! Au! Das sieht doch nach Benzin aus. Das könnte man für einen Generator verwenden. Und ansonsten ist es von dem Machen von Amnesia, falls es jemandem was sagt. Und ja, also sie haben nicht mit dem Amnesia angefangen, so schreckliche Spiegel zu machen. Okay. Ja. Okay, Generator. Lauch oder sowas. Okay. Was ist denn so ein Schlauch? Das sieht doch nach einem Tisch aus. Schublade auf, Mann. Das sieht doch wie ein Schlauch aus. Okay. Gibt's hier irgendwas? Nein, das sind Konserven. Okay. Also das Schrecklichste an diesem Spiel ist die Musik. Und die Tatsache, dass noch nichts passiert ist. Nee, warte. Nee, warte. Ich muss zum Generator, der war hier. Ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. So, schlau. Button. Da. Na super, und das ist die Beleuchtung, die er geliefert hat. Das ist ja so großartig. Aber ich kann ja schon mal wieder nach oben. Da war doch eine Tür, die irgendwie magnetisch bla bla verriegelt war. Vielleicht kann ich sie wieder öffnen. Oh Gott, ich halte es sicherlich keine Stunde aus. Ich werde jetzt einfach spielen, bis ich nicht mehr kann. Was ziemlich bald der Fall sein dürfte. Ey, wieso gibt es in diesem Drecksladen kein Licht? Ja, ich will doch nur raus. Geh weg. Kann ich vielleicht auch 1993 machen? 1993. Okay, das funktioniert auch nicht. Was haben wir hier? Das geht immer noch nicht auf. Kann ich vielleicht hier den Schlüssel verwenden? Ah, ne. Okay. Der ist zerbrochen. Da bleibt nur noch das hier. Jetzt.
Okay. Nächster Raum. Na super. Okay, das Klo hört sich nicht gut an. Ich gehe sicherlich nicht da rein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist schon mal Blut, da will ich nicht. Geh weg. Meine tolle Barrikade wird alles abhalten, alles Böse. Hoffe ich. Das sind doch Gasflaschen, die kann ich doch. Zumindest eine oder so. Oh Gott, ich habe keine Lust. Ich höre schon diese Musik, da muss irgendwas kommen. Oh Gott, Leute! Hilf mir mal jemand! Okay, okay. Ganz langsam Tür öffnen. Vielleicht ist ja auch hier was. Da ist schon mal Licht. Sich aber nicht gut an. Oh mein Gott, 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 ich habe keine Lust, ich habe keine Lust. Das einzige Horrorspiel, das ich durchgespielt habe, war Resident Evil und das war schon der Horror. Ich glaube, das war der Zweier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kack mich ein. Nein! Nein, nein, nein! Nein! Was ist das? Geh weg! Ich habe keine Waffen! Da ist doch was. Mein Gott. Ist es weg? Ich kann nichts machen. Meine Barrikade hat wunderbar funktioniert. Glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es kommt. Oh mein Gott. Bleib weg. Bleib weg. Grill dich! Ist es noch da? Ist es noch da? Oh mein Gott, es kommt! Fick dich! Fick dich, du fliegendes Etwas! Kommt es raus? Kommt es raus? Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott, jetzt habe ich es wütend gemacht. Geh weg! Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh weg, geh weg! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ah, was ist das für ein Ding? Ah! 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 Oh mein Gott! Ich brauche eine Pause, ich brauche eine Pause. Oh, mein Herz! Ah, geh weg! Geh weg, du hässliches Vieh! Geh weg! Ekelhaft! Ugh. Ist ja...